Hallo, 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 hallo. Willkommen zurück zu Enshrouded. Aber ja, aber nein, aber ja. Und ja, ich habe das Schmiedehaus gebaut. Es ist noch nicht 100% fertig, aber das Gröbste. Und so sieht's von der Seite aus. Ja. Und ja, bevor wir anfangen, machen wir erstmal einen Soundtest. Check, 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 check. Ja, bevor wir anfangen. Alles klar, man kann mich hören. Ja, das Schmiedehaus. Ich war fleißig, habe ordentlich mein Material gesammelt und ich wollte ja auch unbedingt dieses Material hier benutzen. Und das, wie ist das? Miasmaholz. Sieht sehr geil aus. Hier ist jetzt auch schon der Schmied eingezogen. Hier sind noch Gerüste, weil ich bin noch nicht so 100% fertig, denn ich gehe mal kurz aufs Dach. So. Denn hier gibt es immer noch so ein paar Sachen, die man ausbügeln muss. Hier wie die Kante. Da muss man das Dach entfernen, dann das eine Stück Holz und dann ist es weg. Das nervt mich so ein ganz kleines bisschen immer noch am Dachbau. Dachbau ist wirklich eine Herausforderung, aber ja, es ist immer noch ein geiles Bausystem. Ich bin sehr begeistert. Ich habe auch einen Kamin gebaut. Werdet ihr gleich von innen sehen. Und hier ist jetzt der Schmied. Der hat hier auch eine Werkbank zum Reparieren natürlich. Dann eine Magic-Kiste. Natürlich seine Schmiede. Habe ich auch auf so einem Unterdach gemacht. Ich hatte erst ein Flachdach, das sieht man hier noch, weil die Dingens unten sind. Aber ich dachte mir, nee, machen wir mal so ein Dach, das sieht besser aus. Hier hinten, das gefällt mir noch nicht so ganz irgendwie. Ich weiß auch nicht warum, aber ja, hier werden wir noch eine Treppe bauen oder sowas. Die Treppen habe ich auch noch nur so provisorisch hingelegt. Hier kann man auch runterkrabbeln, theoretisch. Also das muss auch zugebaut werden und ein Geländer oder irgendwas. Auch hier so Geländer wäre schon nicht schlecht. Hier habe ich schon ein paar Fackeln aufgestellt, damit es hell ist. Die neuen Türen vom Schreiner. Die erste Version, die war am günstigsten. Aber sieht auf jeden Fall besser aus als die. Naja, die sieht schon auch cool aus. Aber ja, gehen wir nochmal rein. Gehen wir nochmal rein. Ja, ist noch nicht viel Deko drin, außer der Kamin, den habe ich hier hingebaut. Sieht geil aus. Das ist noch eine andere Variante von der Tür. Sieht auch ziemlich nice aus. Ist nur die Toilette. Aber ich dachte mir, ja, unter der Brücke, Treppe kann man das schon mal bauen, ne? Ja, hier könnte man auch noch Geländer hinbauen oder irgendwas. Einmal, ja, eingerichtet ist jetzt noch nicht so geil. Aber Comfort Level bin ich schon 19, weil. Ich glaube, es ist nicht wegen dem Haus, aber ja, auf jeden Fall, ja, hier ist, da muss auch noch zugemauert werden. Hier muss noch ein bisschen eingerichtet werden, lebt noch ein bisschen pennermäßig, ne? Aber ja, hier hat er auch einen schönen Balkon noch. Weiß ich noch nicht, was ich da mache. Ja, hier ist noch, damit man schnell aufs Dach kommt, ne? Das könnte eigentlich schon weg, ne? Ja, komm, das kann schon weg, weil ich komme ja von da hoch. Sieht aber auch irgendwie cool aus mit so einem Geländer, ne? Irgendwie hat's was. Aber ja, aber nein, aber ja. Ja, mit den Wegen weiß ich noch nicht so, da muss ich noch ein bisschen rumfummeln, ne? Ich würde gerne auch so einen Weg haben, ne? Das ist, glaube ich, Feuersteinweg hier. Ich habe jetzt hier mal Erde hingeschüttet, aber so ganz schlau werde ich da noch nicht draus. Da wünschte ich mir, das wäre so ein bisschen so wie bei Valheim mit dieser Hagge. Aber hier kann man irgendwie nur erhöhen den Boden oder niedriger machen. Und niedriger machen ist auch sehr tricky. Hier wird das Jägerhaus irgendwann hinkommen. Ich habe jetzt hier nur so ein bisschen ansatzweise angefangen, so dass es synchron mit den Häusern ist. Aber ja. Ja, was soll ich sagen? Ich habe noch den Tonofen gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das online gemacht hatte, aber ich habe den einfach schon mal hier hingebaut. Da können wir gebrannte Ziegel machen. Aber da brauchen wir noch eine jede Menge Lehm, ne? Also, ja. Ich habe zwar noch Lehm, aber ich weiß noch nicht, ob ich den da reinmachen will. Und ich glaube, wir sind auch einen Schritt zu weit gegangen mit dem Kupfer und so. Wir müssen erstmal den Mudderkopf machen. Den Mudderkopf. Ja, wir müssen nämlich das hier noch aufwerten. Dann sind wir nämlich Miasma Passierstufe 3. Dazu brauche ich aber diesen dreckigen Plünderer-Mutterkopf. Ich habe keine Ahnung, wo der sein soll.
Ich gehe mal davon aus, dass wir ein paar Jägerin-Missionen machen müssen. Das könnte sein. Ich habe hier auch noch einen Kronleuchter hingemacht. Das macht den Komfort ein bisschen hoch. Ich bin jetzt auf Level 19, 24 Minuten. Ja. Hier habe ich noch einen geilen Schrank hingetan. Da ist jetzt noch nichts drin. Kann man ja auch noch Sachen anstellen. Den habe ich jetzt erstmal hier hingestellt. Die kommen ja auch, die werden ja auch alle umziehen, ne? Die Bäuerin kommt als letztes. Achso, ich habe ja noch so ein Edelbett hingebaut. Ich glaube, das hat auch nochmal das Level ein bisschen erhöht. Man sieht ja, wenn man beim Schreiner ist, ob das Komfort nach oben geht. Zwei geht's hoch mit dem Bett. Den Tisch könnte man eigentlich auch nochmal irgendwo hin pfeffern. Kamin, ja, da brauchen wir mehr Bronze und gebrannte Dingensen. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen warten. Auch wenn es schwer fällt. Ach, das gibt alles Komfort, ne? Krass. Die Badewanne, ja. Badewanne klingt eigentlich super cool, oder? Vier Nägel hast und vier Metallschrott. Ich habe ein bisschen Metallschrott auch gefarmt, weil ja, man braucht für alles Nägel oder Metallschrott. Richtig schlimm. Das habe ich auch irgendwie beim Schmied hingebaut. Das gibt auch Komfort, hä? Ah. Ja, bei den Türen. Also die konnte ich bauen. Da ist gar kein Kupfer dran, aber da ist so ein bisschen. Also an der Tür ist ein bisschen Kupfer dran, aber man braucht kein Kupfer, was sehr cool ist. Weil hier baut man schon Kupfer, die sehen aber ein bisschen edler aus, ne? Aber ich finde, die Tür sieht schon ziemlich smooth aus und die auch. Vielleicht kriegt man ja noch so Rotholz oder sowas, das wäre geil. Fenster habe ich beim Schmied auch reingepackt, diese hier. Ja, und wie gesagt, Nägel brauchen wir hier. Ich habe Nägel halt noch nicht so eingesetzt. Achso, eine Leiter habe ich noch reingebaut. Habt ihr ja bestimmt gesehen, dass man hier hoch kann. Ist auch nicht kompliziert zu bauen. Ja, das sind provisorische Kisten. Ne? Ich weiß nicht, ob man irgendwann noch Kisten so bauen kann in der Form als Deko. Der Kronleuchter hängt ein bisschen tief. Aber der war nun mal so experimentell, ne? Wollte ich mal gucken. Schade, dass man die Kette nicht nach oben ziehen kann oder sowas. Aber ist egal. Ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen Action, Action, Action. Und zwar bei ihr. Ein Test der Fähigkeiten. Ich habe so ein dumpfes Gefühl, dass wir da weiterkommen werden. Deswegen machen wir das jetzt mal. Den Niesanfall. Vakuum und die vielen und die wilden Tiere, alles klar. Ich habe so das Gefühl, dass wir das machen müssen. Weil sonst kommen wir hier nicht weiter, ne? Weil da ist ja das Miasma 3. Das hier könnten wir, glaube ich, auch noch machen, ne? Da kriegt man eine krasse Belohnung. Das ist ein Schild. Sieht aus wie ein Schild. Ewiger Zauber. Ja, weiß ich noch nicht. Geschichte der Fäulnis könnte man auch noch mal weiter fortführen. Teste deine Fähigkeiten. Aktivieren wir mal. Aber haben wir nicht schon Tierfell? Ich nehme jetzt einfach Tierfell und das war's. Oder muss ich erst ein Tier töten? Ah, Tier verheilen. Was ist das? Eine Art Verderbnis durchdringt die Poren, die Haut ist. Können wir irgendwas Neues bauen? Nee. So, gucken wir mal. Das war jetzt einfach, aber es geht ja noch weiter. Ach, du Heilige. Ganz schön weit weg. Dann können wir ja eigentlich gleich das hier mitmachen. Das ist das, wo man das komische, krasse Leuchtschild kriegt, ne?
Hier gibt's auch noch irgendwas. Wukan-Zeremonie. Das wäre das hier. Aber hier kriegt man sogar noch einen Block. 9. Der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ist hier irgendwo. Achso, nee, das ist noch. Das ist schon Next Level. Ja, nee, nee. Truhe Oswald auch. Vielleicht müssen wir auch das hier machen. Ich weiß es nicht, weil das ist ja immer mit einem Boss meistens in Verbindung, wenn man die Wurzel tötet. Hier, das ist das mit dem Grabmal, ne? Das könnte man gleich nebenbei machen. Ja, wir müssen auf jeden Fall sowas in die Richtung machen. Ich habe, weil ich farmen wollte, mal einfach das hier kurz gemacht. Ich finde, das bringt fast gar nichts. Hier kriegt man 10% zusätzliche Ressourcen. Keine Ahnung. Also ich habe davon nicht so viel gespürt. Mit der Ausrüstung 50% langsamer habe ich auch nicht gefühlt. Ich habe es nur gemacht, damit ich ein bisschen mehr schnelle Ressourcen dingsen kann, ne? Die werde ich jetzt wieder abdanken. Das geht ganz einfach. Du gehst hier hin. Punkte zurücksetzen. Das kostet 10 Runen, das ist lächerlich, ne? Boom, und schon sind wir wieder auf 0. Beziehungsweise wir haben alle Punkte wieder. Und da ich schon auf Level, ich weiß gar nicht, 9 bin, ist das alles überhaupt kein Problem. Ich nehme auf jeden Fall wieder diesen Finisher. Gesundheit. Dann natürlich Stärke. Sprungangriff war geil. Doppelsprung habe ich total vermisst, weil ich den für die geopfert habe. Achso, wir könnten auch von hier hingehen. Ah. 30% mehr Spitzhacke oder 30%. Es sind nur 6 Schaden mehr statt 20, 26. Also es ist lächerlich, ne? Das können wir leider nicht so nehmen. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Naja. So, den Weg will ich auch nochmal gehen. Beziehungsweise haben wir schon freigeschaltet, ja. Muss nochmal ganz kurz gucken. Da war irgendwas mit Fliegen. Leiter verbraucht 30% weniger Ausdauer. Ah, hier. Auf, wenn du beim Gleiten eine Sprungtaste drückst, bekommst du einen kleinen Höhenschub. Das finde ich eigentlich sehr geil. Geschick. Ein Punkt. Zwei Punkte. Vier Punkte. Ja, das machen wir mal. Boom. Okay. Gegenschlag, nachdem du Schaden erhalten hast. Ja, keine Ahnung. Stärke haben wir hier einmal. 5% ist natürlich nicht so viel. Ich weiß auch immer noch nicht, auf was ich gehen will. Krieger klingt eigentlich für mich ganz cool. Da könnten wir noch mal ein bisschen Elster machen. Gesundheit. Und Nahkampf, krass. Ja. Ich will mal ganz kurz, ermöglicht es dir schnell mit einhändigen Schwertern und Äxten anzugreifen. Ich glaube, es gibt keine Zweihandschwerter, es gibt nur Hämmer. Zweihändige Hämmer. Was auch ein bisschen geil ist, ein bisschen. Ich hebe immer noch ein paar Punkte auf. Hier, das gefällt mir eigentlich auch. Kurzstreckenteleport. Statt springen. Aber ich weiß nicht, wie viel Effekt das hat. Also wegen Schaden und sowas. Guck mal, wie sieht's denn jetzt aus? Ausdauertechnisch, meine ich. Naja, ein bisschen Ausdauer könnte man noch leveln, ne? Was war. Irgendwo war auch was richtig Cooles. Das hier wollte ich auch irgendwie haben, ne? Nahrungsslot mehr. Machen wir. Gehen wir mal ein bisschen auf Konditionen noch hier. Achso, wir müssen erst das machen, ne? Sprintgeschwindigkeit wird durch 10%. Also, ja, das ist auch gut. Ja, nehmen wir das hier auch nochmal. Wir können es ja alles rückgängig machen. Das ist ja das Geile daran, ne?
ich noch einen Punkt? Nee. Fernweh, der Ausdauerverbrauch beim Sprinten. Okay. Gut, jetzt haben wir ein bisschen mehr Ausdauer, ne? Ja, wir haben jetzt zwei Kreise, das ist schon gut. Oder fast zwei Kreise. Gut, dann würde ich sagen. Ja, mein guter Doppelsprung, geil. Und mit dem Glider, das muss ich auch gleich mal ausprobieren. Komme ich da nicht hoch? Na, wollte gerade sagen. Oh, das ist so gut. Aber kann man nur einmal benutzen, ne? Pro Sprung. Aber ist egal, das ist gut. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Die Frage ist eigentlich am besten von dem Turm hier, ne? Ja. Überleg auch gerade, ob ich. Achso, was ich auch noch herausgefunden habe, beziehungsweise gesehen habe bei Hirnsturz, glaube ich, wenn man diesen Feueraltar auflevelt, ist jeder andere, den man auch hinstellt, automatisch auch so aufgelevelt. Das bedeutet, das ist halt primär, ne? Also das müssen wir auf jeden Fall versuchen, diesen Mutterkopf zu kriegen. Nur mal ganz kurz gucken, wie der aussieht. Plünderer Mutterkopf. Aber könnte das sogar sein, dass das da unten ist? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Gladiator. Nee, das ist ein anderer Kopf, ne? Ja, keine Ahnung. Wir machen mal ein paar Missionen mit der Jägerin. Das vielleicht führt uns das dahin. Oh, es wird gleich dunkel, ne? Scheiße. Erwarten wir noch eine Sekunde. Was könnte ich denn noch schnell zeigen, machen, tun? Wir könnten ja mal noch. Ich habe ein bisschen Leben, habe ich ja schon. Ein paar Ziegel hätte ich schon ein bisschen Bock drauf. Weil damit können wir auch noch ein bisschen Spaß bauen, ne? Wo ist denn da? 40 Stück ist jetzt nicht viel. Muss ich auf jeden Fall noch farmen gehen, aber wie gesagt, ich will erstmal auf Miasma Stufe 3 kommen, dass wir ins Miasma 3 können. Holz will der noch haben. Ja komm, wir klopfen mal einfach noch einen Baum weg hier. Ja, mal hier so ein größeres. So, falsche Axt. Ja, natürlich kommen jetzt hier Äste raus, als ob ich Äste bräuchte. Das bringt nicht so viel Holz jetzt, ne? Aber gefühlt bringt es mir auch nicht mehr, wenn ich das Level mit dem Ressourcen. Dieses Ressourcending. Also ich habe es ja ausprobiert. Und die Chance von 10%, also 10% ist ja gar nichts. Und die Frage ist auch, kriegt man mehr, also kriegt man 10% mehr oder ist die Chance 10%, ne? Das ist irgendwie auch nicht so ganz. Beim Abbau von Ressourcen besteht eine Chance von 10% zusätzliche Ressourcen zu gewinnen. Also okay, also es sind 10%, dass man statt 2 Holz 3 Holz kriegt oder so, ne? Ja, kann man, wie gesagt, wenn man farmen geht, kann man das ja umändern, aber so sehe ich da jetzt keinen Sinn drin, ne? Dafür Levelpunkte zu verschwenden. Ja, das kann jetzt hier so rumbrutzeln. Restekiste. Klettergerüst brauche ich auch nicht. Kann erstmal in die Itembox. Also wie gesagt, ich habe von allem ein bisschen. Das könnte man auch mitnehmen. Weil man kann sich damit porten, ne? Das ist schon ganz cool. Gut, gehen wir erstmal schlafen. Erstmal ein Käffchen trinken hier. Ein Käffchen. Alles klar. So, trinken. Ein bisschen viel Wasser mit, sehe ich gerade. Ach so, eine Sache habe ich noch vergessen zu zeigen. Ich habe bei der Bäuerin schon diese Dinger hier hingestellt.
Ah ja, und die können wir dann in einem Feld reinpflanzen, ne? Rübensetzlinge, 10 Stück sind schon gewachsen. Habe ich mit Rüben gemacht, was wir da hinten gefunden haben. Dann habe ich das hier noch genommen, keine Ahnung warum. Weil wir haben ja mehr Optionen als nur 12 Optionen haben wir. Vielleicht sollte ich mal noch Flachs nehmen. Ich weiß gar nicht, ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, hier waren nur Tomate und Mais. Boah, 25 Setzlinge. Tomate, geil. 20 Mais-Setzlinge, nice. Ja, machen wir mal hier Flachs, weil ich habe so das Gefühl, vielleicht machen wir daraus Leinen oder so, ne? Weil ich hab Flachs, deswegen. Wir haben gerade so viel Wasser. Ich habe hier ein bisschen gefarmt, ne? Ja, das können wir ja wegschmeißen. Ich hole mal kurz noch den Rest Flachs, das, was wir eingesammelt hatten. Das war ja nicht viel, aber wir können daraus viel machen, ne? Was ist Flachs? Was ist das? Das ist diese Kräuterpflanze, alles klar. Wasser zeck ich mal hier rein. Achso, ja, die Treppe. Moment, wenn ich hier weiter rumeier, dann ist es gleich wieder Nacht. Nein, nur noch schnell das da reinsetzen, weil das hat, braucht ja immer Zeit, ne? So. Jetzt sind wir bereit, noch einmal an die Werkbank reparieren. Morgenstund hat Gold im Mund, aber nicht bei mir. So. Wir werden auch einen Turm bauen. Als Absprungschanze. Hier hinten. Hier werde ich sowieso eine Burg bauen, ne? Nochmal so. Also, das ist mein Plan. Hier kommt die Jägerhütte hin. Dann kommt hier Farmfeld hin und ein Bauernhaus und dann hier hinten. Hier werde ich eine Burg bauen. Und dann wird hier so ein Turm sein, wo ich dann auch immer abspringen kann von hier, ne? So wie diese Türme so ungefähr. Das macht irgendwie Sinn. Ich weiß nicht, ob man so hoch bauen kann, aber das werden wir sehen. Gut. Dann porten wir uns mal hier hin. Das macht am meisten Sinn, ne? Wenn wir hier und dahin wollen, ne? Was war das hier nochmal? Geschichte der Fäulnis, südliche Karawane. Das könnte man eigentlich auch nochmal mitmachen. Naja, mal gucken. Gut. Und machen. Halt, stopp. Ja, machen wir es so. Ja, machen wir es so. Los geht's. Ich brauche Progress. Weil ich will natürlich auch Lehm farmen und Kupfer farmen. Da müsste er nicht dabei sein. Das ist ja total öde. Also langfristig jedenfalls. Aber da hinten kann man schon den anderen Turm sehen, ne? Erst da, wo wir nicht rankommen, ne? Schade, schade. Gibt's hier noch irgendwas Leckeres? Metallplatte. Naja. Das ist jetzt nicht das Richtige, aber naja, okay. Gut. Ja, da müssen wir hin. Okay. Irgendwann wird auch dieser Punkt kommen, wo man sich dann auch in der Map ein bisschen auskennt, ne? Leuchtet denn da auf dem Berg? Oh, kommen wir da überhaupt hoch, ey? Alter, was liegt denn hier rum? Ach so, das ist das Miasma Mistel-Dingens einsammeln. Nee. Ist das gutes Miasma? Ja. Blaues können wir ja benutzen. Ah, hier ist ein Weg. Okay, cool. Oh, fuck. How you can?
gerade. Ne, es lohnt sich hier keinen Trank zu trinken, ne? Ja, nee, nee. Okay, der Weg ist ja provisorisch, oder? Ich glaube, mit den Wegen, da haben sie selber Probleme. Kann das sein? Naja, okay. Vielleicht kommt da ja noch ein dickes, fettes Update. Okay, hier waren wir wirklich noch nie, ne? Ich finde es so gut, dass man alles nur aufdeckt, wo man halt schon war, ne? Dann weiß man, hier war ich zum Beispiel auch noch nicht. Und so kann man dann nach und nach ein bisschen die Sachen erforschen. Was ist denn hier los? Plündererhügel. Neuer Ort hinzugefügt. Ja, okay. Einmal kurz reinglupschen. Oh, es lädt schon wieder nicht die Texturen. Wow. Hab jetzt gar nicht geguckt, was der für ein Level hatte. Oh shit. Shit. Hol den Prügel raus. Level 7 sind die, okay. Oh, dass die Texturen wieder nicht nachladen. Sollte vielleicht mal ein kleines Steak essen. Für mehr Energy. Den haben wir geplündert, ne? Ah, ne, doch nicht. Die Hunde bringt's. Ja, das brauchen wir. Felle habe ich tatsächlich gar nicht mehr so viele. Ich hoffe, hier liegt ein Bett irgendwo rum. Ich habe nichts gekriegt, krass. Plünderer Greifmutter. What? Hey, vielleicht ist es das, was ich brauche. Es ist auf jeden Fall eine Mutter. Metallschrott ist halt schon essentiell, ne? Halt's Maul. Ich sag halt's Maul. Oh, ein Stärkungstrank. Geil, 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 geil. Warte mal, warte mal. Ich finde, die Beeren sind eigentlich eine coole Option, aber Ausdauer und ein bisschen Leben ist mir irgendwie lieber. Wir legen mal, weil das ist so ein Buff, ne? 30% stärkerer Angriff oder sowas. Ja. Weil die Plünderermutter würde ich gerne mit dem Buff zeigen. Oh, hab ich ja. Geiler Shit hier. Finde ich schön. Schieß, schieß. Oder ich schieß lieber nicht. Da ist ein Explosivfass. Ah, ich hätte diese Doppelsprungattacke noch leveln sollen, ne? Das hätte dann noch mehr abgezockt. Lohnt sich da schon eine Bandage? Ach komm. Was ist das? Da ist irgendwas versteckt, oder? Oh, ich hab's zerstört, verdammt. Naja, egal. Das hier, krass. Ne,
kann man aber irgendwie nicht gut zerstören. Gut. Lol, das fliegt einfach in der Luft rum. Hat er sich selbst weggesprengt? Kann man mal machen, ne? Ach, hier sind auch Betten. Sehr schön. Ich sehe schon die Nacht kommen. Bomben kriegt man aber auch immer gefühlt immer, ne? Oh, hier können wir unsere Ausrüstung reparieren. Das ist sehr nett. Da ist eine Leckerkiste. Ach, nur Dreck drin. Na komm her, schlag zu. Warum hat der Parierbonus nicht funktioniert? Boah, 5 Metallschrott, das ist richtig böse viel. Ist noch was zum Lesen, hä? Der Vielfraß. Plündererkönigin, die. Wir haben jetzt einen. Das klingt so nach dem Richtigen, ne? Ich glaube, die haben auch den Ring abge... Es gab ein kleines Update. Und mein Ring gibt mir jetzt immer Heilung, ne? Auch wenn ich mit der Axt zuschlage sogar. Okay. Oh, was ist das? Ist das ein dreckiges Geheimnis? Alter, es ist hier dunkel. Mein Schwert leuchtet ein bisschen, ne? Es ist schon ein bisschen special, das Schwert, aber naja. Das ist ein kleiner Geheimgang. Abkürzung, oder was? Ist auf jeden Fall eine Feuerstein. Ah ja, okay, es ist wirklich eine Abkürzung. Ja, das ist ja cool. Der Schwachpunkt der Basis. Aber leider zu spät entdeckt. Naja, fürs nächste Mal vielleicht, ne? Das spawnt ja alles wieder. So, dann gucken wir mal. Was ist das? Ach ne, hier waren wir schon dran. Ist hier noch jemand? Wow! Wow! Alter! Zermetzel hier die ganze Basis, kein Problem. Lol. Jetzt. 12 Energie habe ich wieder zurückbekommen. Okay, der Ring ist jetzt ein bisschen geiler geworden. Merke ich gerade. Der Ring ist ein bisschen geiler geworden. Muss wohl an dem Update liegen. Ich meine, das ist nicht umsonst so ein legendärer Ring, ne? Lebensraub. Aber er raubt mir. Er raubt auch, wenn ich Gegenstände zerstöre. Oder? Ja, okay, bei dem jetzt nicht schlechtes Beispiel. Alter, da ist die Mutter. Lass mal einen Trank reinpfeifen. Überleg gerade. Fleisch haben wir drinne. Honig vielleicht noch, ne? Okay. Ich bin bereit. Oh.
Alter, die giftet hier einen an. Friss das. Du wirst eigentlich gar nicht erst erwischt kriegen, ne, dieses Gift. Das geht auch ganz gut. Nein. 120, krass. Gib mir deinen geilen Shit. Plünderer Mutterkopf. Das ist genau das, was ich wollte. Oh mein Gott. Was ist das? Wildwolf, Landbogen, Stufe 7 schon. Okay, der ist gut. Das ist wieder das mit dem Feuer, ne? Okay, jedes... Ich geh jetzt mal mit der Maus zeigen. Jedes Schloss ist auch dann eine neue Stufe, ne? Also wenn ich das jetzt hier mit Runen auffülle, ist dann das Stufe 8, 9, 10, 11. Also das heißt, der ist eigentlich genauso gut wie mein neuer Bogen. Also der Bogen hier. Nur mal ganz kurz gucke. 14 ist der. Und was ist der? Wo ist der denn überhaupt? Achso, ich habe ihn gar nicht genommen, ne? Lol. Der schwenkt mit 15 an. Alter. Das ist mein neuer geiler Bogen jetzt. Ah, ich finde den Kurzbogen eigentlich geil, weil der so schnell schießen kann, ne? Aber was stärker ist, ist gleich meins. Und Feuermagie ist auch geil immer. Der Mutterplündererkopf. Hier war er also. Das war eigentlich meine Main... WTF. Oh, hallo. Ah, ich habe aber auch ein Pech, oder? Ich meine, der Ring ist geil, aber zweimal? Okay, der Plünderer Mutterkopf ist das gewesen. Geil. Jetzt halt die Frage, ob hier noch irgendwas rumgammelt. Aber ich glaube, ich habe sie alle ausgeräuchert, ne? Ah, nee, doch. Da ist noch einer. Ich habe deine Mutter getötet. Deine Mutter. Die ist das Ananas. Oh, Dietrich, nice. Mal sehen, ob das mehr Schaden macht. Na hier, ich habe wieder Heilung gekriegt. Weil der Ring ist schon OP, ne? Ich habe ihn jetzt sogar zweimal. Ich will irgendwie ihn gar nicht kaputt gehen. Na jetzt. Ich wollte doch nur das Geile. Hier ist noch eine Truhe. Truhen gehen zum Glück nicht so schnell kaputt, ne? Ah, nehmen wir einfach alles. Einmal alles, bitte. Naja, Stoff habe ich so viel, das ist mittlerweile abartig. Ist das eine Bombe? Oh, fuck! Ich wollte sie gerade entschärfen, aber irgendwie, ja. Ja, okay, wir sind durch, ne? Theoretisch könnte man sich hier auch eine Basis hinstellen, ne? Oh, nö. Geht weg. Hab keinen Bock. Ach, die leben noch, scheiße. Ja, wie ihr seht, in meiner Menüführung, hier sind die Werkzeuge, aber hier ist auch noch ein Schwert, ne? Falls mal
keine Zeit habe zum Wechseln. Weil es ist das Giftschwert. Das ist auch immer noch gut. Wenn es legendär wäre, wäre es richtig krass. Würde ich nehmen, ne? Aber es ist halt nur so ein verrostetes Alles, ne? Aber naja. Das ist jetzt immer noch das coolere Schwert. Wobei das hier eigentlich das coolere ist. Immer noch. Habe ich auch voll Glück gehabt, ne? Die meisten kriegen eigentlich nicht ein legendäres, sondern nur ein episches. Aber das ist immer noch meine stärkste Waffe hier. Aktuell, ne? So, Felle? Naja, Knochen. Knochen müssen wir auch sammeln wegen diesem Knochenmehl, ne? Gut, okay. Ach nee, ich wollte doch gerade in die Karte. Ja, und der Magiestab ist auch schon noch ziemlich geil. Weil der halt schon auf Stufe 11 ist. 11 ist jetzt immer so mein höchstes, ne? Hier ist, die sind leider noch 8. Ob es nachher noch so eine Methode. Also die werde ich nicht zerlegen. Weil wenn es nachher noch eine Methode gibt, die Stufe zu erhöhen, irgendwie anders, kann ja sein, dann würde ich mich tot ärgern, ne? Bei denen ist mir egal. Bei Grünen sowieso. Aber ja, aber nein, aber ja. Ach so, wenn ich das zerlege, was passiert dann? Nee, das geht nicht, okay. Gut, ist jetzt die Frage, werte ich erstmal meinen Altar auf? Weil ich kann länger ins Miasma und so, ne? Ja, es wird eh gleich dunkel, ne? Komm. Warte mal. Hatten wir den hier schon? Ich gehe mal ganz kurz gucken. Hier ist noch Honig. Nehme ich. Holz brauche ich immer. Honig brauchen wir, glaube ich, auch für Tränke und so. Deswegen ist Honig super essentiell. So, wo ist es denn? Warte mal. Boah, die Fähigkeit ist ultra. Was ist das da? Okay, weil ich will schon nochmal, wenn wir schon hier jetzt gerade sind, kann man das ja gleich mal abholen, ne? Der sieht so special aus. Ich habe übrigens schon 9 Funken gesammelt, ne? Also ich habe mir die Mühe gemacht, die auch schon ein bisschen so einzusammeln. Ey, Moment mal, das ist doch gar nicht. Ach, hier. Haben wir den schon? Es kann natürlich auch sein, dass die immer wieder neu kommen, aber ich weiß es nicht. Aber ich glaube, kann mich nicht daran erinnern, dass ich den hier jemals genommen habe. Ne, ja. Was ist das? Nö, hier wachsen Tomaten. Lol. Wildtomaten. Ja, gut. Das hat sich richtig gelohnt, der Mutterkopf. Okay. Das heißt, wir sind bereit. Und da ja die Kiste mit allen verbunden ist, haben wir einfach alles schon. Ist das nicht endgeil? Dann sind wir 7 Minuten sicher im Miasma und können in die Stufe 3. Das ist ja auch wichtig für die Kupfer-Lehm-Geschichte. Ich kann 6 Altare schon bauen. Und Charakterattribut Boni 2, was auch immer das heißen mag. Boom, Schakala, Boom, Schakala. Geil. Achso, es gibt auch hier eine Schnellfunktion. Stapel ablegen. Alles, was da drin ist, wird da jetzt hingetan. Auch sehr praktische Funktion, muss ich sagen. L1 und nach rechts. Flupp. Ja, das ist schon sehr praktisch. Eisenschrott, Eisenschrott. Wie viel Eisenschrott haben wir denn da noch? Da haben wir gar keins, okay. Hä, brauche ich einen Eisenschrott? Ach hier, 100 haben wir hier schon, geil. Dann packen wir beim Schmied auch noch mal ein bisschen hin, weil der muss ja die Platten machen, ne? Ja, 150, ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ich mach mal die Platten hier hin. Können wir eigentlich auch rausnehmen, ne?
Weil sonst habe ich sie ja nicht im Baumodus. Weil man kann auch Sachen damit bauen, ne? Hier, nimm mal den Ring. Machen wir das auch rein. Dann leveln wir das hier noch auf. Das können wir noch zerlegen. Also 10 brauche ich immer, um meine Fähigkeiten umzuändern, ne? Das können wir eigentlich gleich mal braten. Machen wir das schnell hier. Ja, nicht so. Weil ich habe auch keinen Platz mehr in der Kiste, deswegen braten wir die gleich durch. Da habe ich schon 20 rohe drin. Ich behalte die immer roh, weil wer weiß, wenn wir kochen können, dann muss es manchmal roh sein, ne? Aber braten kann man es immer noch. Das kenne ich schon von Valheim. Gut. Ja, läuft bis jetzt, läuft. Ich bin sehr begeistert. Gut, dann leveln wir mal, leveln. Wie war das nochmal? Irgendjemanden anquatschen, ne? Was brauchst du? Level. Der Bogen. Ach so. Hä? Hab ich nicht... Warum wird denn das nicht gekoppelt? So, jetzt aber. Ich will nochmal meine Fähigkeiten umändern. 10 Runen. Solange wir noch Runen haben. Also, das ist klar. Sprungangriff 2. Ich habe gerade so das Gefühl, dass das richtig geil ist. Doppelsprung zusätzlich 2. Ja, also wenn man den Sprung, die Sprungattacke macht, ne? Das wird doch, das ist richtig Porno. So, dann machen wir mal das noch. Das auf jeden Fall. Wo war denn das mit dem Miasma? Reinigung, ja, da war das. Das würde ich auf jeden Fall auch gerne mitnehmen. Den Finisher habe ich, ne? Das ist eigentlich auch nochmal gut, ne? Löst den Gegner bei Barrierangriff schneller betäubt werden. 2 Punkte, ja komm, das nehmen wir auch noch. Wir müssen unbedingt nochmal Energie nehmen, weil ich glaube... Ja, wir haben nicht so viel Energie jetzt, ne? Das ist nicht so geil. Nehmen wir noch... Das ist halt die Frage. Baba. Wo gehen wir jetzt gerade hin? Ja, okay. Dann machen wir hier den noch. Dann habe ich 2 fette Balken. Das ist schon mal okay. Ach, Christi, bräuchten wir das da hin. Wie viele Punkte haben wir noch? 2. Ausdauer wäre auch noch geil, ne? Geh mal Richtung Kuchen, ne? Ach, verdammt! Jetzt habe ich das vergessen. Nein! Es ist so dumm. Okay, warte mal. Ja, das müssen wir auch unbedingt nehmen. So. Kling, klong, kling, klang, klang, kling. So. Energie. Und. Das war Stärke. Nochmal Energie. Ja, jetzt haben wir die doppelt so viel. Das ist gut. Also das ist das Minimum, ne? Ich kann es noch mit Fleisch ein bisschen aufzecken. Und das können wir jetzt nicht machen, dann warte ich noch eine Etappe. Ja. Ja, haben wir ein bisschen Ruhm verschwendet, aber das passt schon. Boah, ich renne aber auch echt immer schnell, ne? So, okay. Machen wir die Runen weg. Ja, sind ja immer noch genug Runen. Alles gut, alles gut, alles gut. Pfeile hier reinzecken. Tomaten brauchen wir nicht.
Gut. Dann weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem schon mal hier hin, ne? Hätte ich schon ein bisschen Bock drauf. Mehr als sterben kann man nicht. Aber dass wir den Mutterkopf so schnell gefunden haben, hätte ich nie gedacht. Wir könnten natürlich auch noch mal ein bisschen hier die Hütte ausbauen, ne? Ich will noch mal ganz kurz, weil es trollt mich so ein bisschen. Was brauchen wir denn? Steine? Grober Steinblock. So wenig habe ich noch. Krass. Miasma-Block. Brauchen wir den? Nee, ja, nee. Ich will eigentlich nur. Na doch, nehmen wir den auch noch mit. Dann produzieren wir noch mal ganz kurz was. Na, den verbraucht man echt am meisten. Aber ich habe schon 1384 Steine gesammelt. Von daher kann man immer mal so ein bisschen ranzecken. Will jetzt auch nicht lange bauen, keine Sorge. Wobei, manche haben ja auch Bock, das zu sehen. Aber ja, aber nein, aber ja. Aber ja, nein. Ich will nur mal ganz kurz diese Treppe hier zuzecken. Man kann sich natürlich das auch ein bisschen sparen, indem man. Ach, da unten ist auch noch. Ja, dann machen wir das auch noch. Naja, okay, jetzt ist der Boden zu. Das sieht auf jeden Fall besser aus, als wenn es da unten hohl ist, ne? So sieht's aus. Als ob das massiv wäre. Naja, das sieht schon schicker aus, ne? Vor allem hier müssen wir das machen. Unbedingt. Geländer muss da auch noch mal ran irgendwie. Ist das jetzt zu? Ja, ist zu. Ja, das sieht schon schicker so aus, ne? Und dann noch ein schickes Gelände, dann ist alles super. Ja. Es ist auch noch nicht fertig, ne? Aber das ist halt der gröbste Teil. Da kann man noch richtig krass ausbauen, ne? Hier so ein Holzgeländer. Kannst mal testweise machen. Drei hoch und dann vielleicht so. Problem ist, dann kann man halt hier nicht mehr raufspringen, ne? Wenn da so ein Geländer ist. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das mache. Aber es wäre schon schicker, glaube ich. Ich mache mal nur so einen Ansatz. Oder wir machen mal hier kurz testweise eine Treppe. Wie das rüberkommen würde. Geht das überhaupt? Man muss ja eigentlich, oder? Sieht irgendwie nicht aus, ne? Ne, da müssen wir uns noch was anderes überlegen. Das sieht irgendwie nicht aus. Weiß gar nicht, könnte man. Also so manche Sachen vermisse ich, so eine Schräge davon vielleicht, ne? Ich meine, man könnte natürlich auch das so machen. Einen vorne.
Könntest du auch so machen, ne? Das würde auch vielleicht gehen, ich weiß es nicht. Also es macht schon ein bisschen was her, aber irgendwie, das ist es noch nicht. Ich glaube, es ist auch nicht, glaube ich, das richtige Holz für das. Muss man mal gucken. Ja. Gut, ich würde sagen, wir gehen los. So. Okay, mein Buff habe ich. Ja, machen wir mal noch ein bisschen was von der Jägerin. Ich habe so das Gefühl, das lohnt sich mit der Jägerin noch ein bisschen zu erkunden. Der Weg hat auf jeden Fall schon mal richtig hingewiesen. Weil von der Jägerin haben wir ja fast gar keine Mission gemacht. Von daher ist das sogar umso geiler. Die Jägerin hatten wir auch als erstes, ne? Ne, als zweites. So. Müssen wir mal gucken. Das war jetzt Wegpunkt setzen, ja. Ist es eigentlich gut, das vorher einzusetzen? Diese Anhebung oder erst später? Das ist halt die Frage, nee. Hier könnte man auch eigentlich was hinbauen, ne? So, da müssen wir hin, ne? Ja. Ach, was, das kostet Mana? Ach so. Oh, das ist ja böse. Ach so, das kostet Mana. Ja, okay, es ist ja ein Luftwindzauber sozusagen, ne? Achso, wie stark ist denn der Bogen jetzt eigentlich? Ich habe den einfach gelevelt, ohne zu gucken. 19? Boah, das ist ja krass. Cool. Mal sehen, ob hier überhaupt noch welche sind. Aber eigentlich dürften die, müssten ja jetzt tot sein, ne? Wenn wir die Mutter getötet haben. Ja. Keine Gegenstände. Okay, cool. Gegnermusik? Was ist da los? Ach, da oben ist noch ein Dude. Den haben wir vergessen. Es tut mir so leid. Der sitzt da mutterseelenallein allein. Wortwörtlich. 52 Schaden, ja, das zeigt. Trotzdem noch erwischt, der Penner. Deine Mutter. So. Ach so, sollten wir den vielleicht looten? Scheiße, ich komme hier nicht hoch, ne? Ich weiß schon, wie man Zeit verschwendet. Das ist der geheime Geheimtunnel. Hier ist ja noch eine Truhe. Ach so, nee, Quatsch. Die hatten wir ja schon gelootet vorhin, ne? Vielleicht sollte ich mal einen Happen essen. Für mehr Ausdauerspaß. Wo ist er? Hä, war der überhaupt hier? Das ist so krank. Okay, das hat mir jetzt überhaupt nichts gebracht, aber egal. Es kostet wirklich Mana, krass. Jetzt müssen wir schon die Mana-Tränke rausholen, oder? Oh, er hat noch einen geilen Zaubertrank. Geil. Das ist natürlich cool, weil wir haben gerade einen verschwendet für die Mutter. So, wo müssen wir jetzt hin? Da lang. Warum ist denn da Miasma und wird da gar nicht angezeigt? Ach so, doch, da der kleine blaue Fleck. Will nur mal ganz kurz gucken, was das damit auf sich hat. Durchsuchen. Aha. Wow. Wow, entspannt euch, meine Kleinen.
Boah, 140 Energie kriege ich durch den Ring. Krass. Ja, jetzt kriege ich immer Energie. Ach so, 10% ist, oder 3% ist, dass sehr viel wird, ne? Irgendwas muss es ja sein. Ja, Knochen brauchen wir leider. Bei dem Fleisch bin ich mir nicht so sicher, ob wir das noch krass brauchen, aber ja. Boah, wie viele Wölfe kommen denn hier? So ein Schwert ist irgendwie trotzdem besser, finde ich. Es ist viel schneller, ne? Also für einen Endgegner vielleicht so ein Kraftangriff ist schon ganz cool. Aber so generell finde ich so ein Schwert immer besser und Schild. Naja. Gut, wo lang wollte ich nochmal? Ach ja, da lang. Okay, das sieht sehr special aus. Interessant. Ach, das ist wahrscheinlich das Grab, ne? Okay, cool, da gehen wir rein. Okay, ich bin noch gut dabei mit dem Durst. Nice. Diese Texturen gefallen mir sehr gut. Wann kriegen wir die? Das wäre das Richtige für meine Burg. Checkpoint haben wir auch am Start. Ah, es hat auch... Es ist irgendwie ein Spiel von allem irgendwie geklaut, ne? Es hat so ein bisschen auch Shadow of the Colossus-Vibes, finde ich, so ein bisschen. Breath of the Wild. Valheim. Dark Souls, ein bisschen auch so vom Kampfsystem. Oh, da brauchen wir einen Dietrich. Hier ist es ein bisschen dunkel, ne? Naja, okay, doch nicht. Na, dann gucken wir erstmal kurz den Raum an. Das sieht doch richtig nice aus. Ist das was zum Lesen? Ah. Alex G, hallo! Voll vertieft. Hallo, aus der Arbeit und Mahlzeit. Jo, wir haben den Mutterkopf. Endlich können wir Miasma 3 erreichen. Oh, blicke nach links. Denke dem Ältesten so, wagt er's zu reißen und richten. Der rechts, jüngste Tochter. Okay, wir gehen erstmal zum den linken Weg, dann würde ich sagen. Erstmal den König ehren. Was steht hier noch? Ja, es ist selber okay. Ich bin bereit. Nicht hauen. Kommt der her? Ich gehe nach links. Tschüss. Oh, hier ist Miasma. Lohnt sich das, um Trank zu trinken? Alter! Oh shit, jetzt bin ich hier reingefallen. Nein, nein, nein. Ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Ich hasse das Spiel. Ah, es gibt einen Checkpoint, Gott sei Dank. Was habe ich jetzt alles verloren? Außer mein Leben? Habe ich überhaupt was verloren? Sieht irgendwie nicht so aus. Ich glaube, einmal tot ist nicht so schlimm, oder? Boah, jetzt sind wir aber richtig durch hier, ne? Mann, 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 Alter. Manchmal ist das Spiel sehr hektisch und man rutscht wie Buddha hier, ne?
in das Rot reingerast, ne? Muss jetzt mal die ganzen Gegner töten. Will ich eigentlich alles gar nicht einsammeln, aber naja, egal. Kommt der? 126 Schaden, Alter. Der Doppelsprung. Stoßattacke ist richtig nice. Ich finde das cool mit diesem Licht anzünden, ne? Das kommt schon irgendwie geil. Das Gräber zum Plündern? Tatsache. Ganz schön viel Energie verloren. Okay, das ist noch nicht offen. Aha. Oh, da ist aber ein Loch. Oh, das ist das. Mein Loot liegt jetzt irgendwo da unten, ne? Das ist richtig räudig. Ah, nee, doch nicht. Ach so, das haben wir verloren, okay. Oh, mein Dietrich, ja, das... Oh, Alter, was war das für ein widerlicher Sound? Das hat ja richtig im Ohr wehgetan. Sieben Minuten haben wir aber jetzt, das ist geil, ne? Ich geh mal erstmal hier gucken. Oh, da sind Geister. Hallo. Okay, das ist nicht so deren Ding, ne? Der Fallenbogen ist ein bisschen effektiver. Okay, das bringt nothing. Ich muss hier weg. Muss man Pflaster leeren. Und tschüss. Zum Glück schießt die nicht so schnell, ey. Miasma-Seele, nice. Ach so, warte mal. Wenn ich die Lappen einsammle, könnte ich auch eine Bandage bauen, ne? Ach, da brauchen wir Garn. Aber ja, okay. Vier Dingensen müssen wir für den Schatz hier, oder? Die sind schon krass, die Viecher. Gibt es denn hier überhaupt einen Weg rein? Dietrich. Ja. Meisterdieb. Boah, ist das ein Monstertempel hier. Ist ja voll krass. Ich komme da auch wieder hoch. Okay, das geht. Gut. Also hier ist schon mal ein Weg, aber nur mit einem Dietrich. Soll das so sein? Ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich soll das so sein. Ich gucke trotzdem noch mal ganz kurz. Ich sollte mal... Wo sind denn die Bären? Ah, hier. Die sollte ich auch essen, weil dann wächst meine Energie schneller, ne? Scheiß auf die Ausdauer. Ich wollte erstmal noch hier kurz gucken, weil hier kann man ja auch reinlatschen, ne?
Oh, Alter. Ich habe auch vergessen, mein Miasma-Level noch weiter zu erhöhen, ne? Hä? Was zum... Wer war das? Wo geht es tief hier runter? Nein! Ja! Ach, Dreck. Das Schild ist richtiger Schmutz. Okay, ja, das ist das tödliche Zeug, ne? Oh, nice. Nee. Jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Okay. Ja, gut, dann... Warte mal, warte mal, warte mal. Ich will noch eine Sache gucken, weil da oben war ja so ein Drecksloch, ne? Bevor ich jetzt hier den richtigen Weg gehe, in Anführungsstrichen. Scheiß Ausdauer. Aber wenn ich da reinspringe, komme ich dann auch wieder raus? Bisschen Angst, dass ich das Spiel tilge. Nee, es ist nur ein Fake, okay. Gut, dann gehen wir mal den richtigen Weg. Was ist denn da oben eigentlich? Aha. Das ist doch ein fettes Geheimnis hier, oder? Warum ist da so ein Haken, frage ich mich. Ach so, man hätte hier auch so hochgekonnt. Okay, alles klar. Ohne Doppelsprung. Ja. Nein! Oh mein Gott. Mach, dass es aufhört. So, okay. Dann gehen wir mal hier hin. Erstmal hier abchecken. Das ist voll riesig hier, ey. Könnte ein Geheimgang sein. Muss aber nicht. Ich geh mal gucken, was hier oben ist. Das ist wahrscheinlich die Startposition hier, oder? Ich brauch ein bisschen... Und tot. Einer von vieren. Oh mein Gott, das wird noch so lange dauern. Stinkt nach Falle. Nice. Sehr praktisch zum Looten, der Schlag. Ist jetzt die Frage... Ach, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Okay. Dann geht's ja nur noch nach unten, oder?
bin mir nicht so ganz sicher, wo es hier weitergehen soll. Ja, vielleicht hier. What the? Von hier hätte man auch hingehen können. Ist ja bescheuert. Na gut. Aber ist hier noch was? Das ist halt die Frage, ne? Tanken wir uns einfach mal durch. Oh, hier ist ja auch noch was. Wie soll man denn da reinkommen? Okay, hier muss es irgendwo einen Weg geben, oder? Ah, hier. Okay, alles klar. Ich esse mal noch diese Trockenpflaumen. Ach, so ein dreckiger Zauberstab. Wollt ihr mich verarschen? Brauch ich gar nicht gucken, der ist Schrott. So, okay. Ja, aber das ist jetzt hier abgeschlossen. Also hier wird schon einiges abverlangt. Weil ein Knopf von vieren ist nicht so gut, ne? Auf der anderen Seite waren wir auch noch gar nicht irgendwie. Ich finde, diese Knöpfe kann man auch leider sehr schnell übersehen. Ich finde, man hätte die in einer anderen Farbe machen sollen. In Blau oder Rot oder Grün oder irgendwas. Hier müssen wir auch noch irgendwie hinkommen. Vielleicht muss man doch da hochspringen, ich weiß es nicht. Ich trinke mal noch so einen Trank hier, der geht 45 Minuten. Ah, Dietrich. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Aha. Sieht ja nicht so nice aus, aber ich nehme es. Gucken wir nochmal kurz, was hier abgeht. Was geht ab? Ah, Irrlicht. Nice. Noch ist es ein bisschen hell, um das zu nutzen, aber... Alter, mein Ausdauer. Machst du so umständlich, wie es geht, ne? So, ich muss mal kurz warten, bis wir... Ja, meine Ausdauer ist voll schlecht.
Ach so, wir sind gar nicht ausgeruht mehr, weil wir gestorben sind, ne? Oh mein Gott, ja. Jetzt check ich das erst wieder. Ja, kann man machen, ne? Einfach da raufklettern. Ach du Scheiße. Oh, das sieht aber verdächtig aus da. So, ne, ich brauche ja nur raufschießen, ne? Du Lappen. Okay, und hier, was geht hier ab? Das sieht ja sick aus. Wo kommt er denn eigentlich rausgekrochen? Oh, hier kann man nochmal Luft holen. Das ist ja nice. Immer sterben. Okay, weil wir es haben, gönnen wir uns das mal. Da ist ein Knopf, geil. Geil, 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 geil. Zwei von dreien. Aber da unten ging es noch weiter, ne? Verdammt, das verwirrt mich ein bisschen. Schwert ist auch ganz schön Matsch. Wo waren das jetzt? Oh, das hat sich aber gelohnt, nochmal zurückzugehen. Oder auch nicht. Naja, okay, wenn die Waffe kaputt ist. Na, jetzt weiß ich, warum das so ist. Okay, das ist einfach nur für die fucking Truhe, ne? Das können wir übrigens auch bauen, ne? Mit Kupfer. Voll geil. Also, Base bauen ist hier richtig geil. Okay, cool. Hier geht's weiter. Ich habe so das Gefühl, ich habe auf der anderen Seite einen verpasst, ne? Einen Knopf. Hier waren wir schon mal. Sind wir jetzt hier rausgekommen? Ah ja, okay. Hä, aber was will das Spiel jetzt noch von mir? Waren wir da unten schon mal? Ah ja, okay, das ist hier. Auch wo wir schon waren, oder? Ist ein bisschen verwirrend, wo man hier lang soll. Ich raff's nicht. Ich geh nochmal hier gucken. Muss echt Augen aufhalten nach diesen. Nach diesen Dingern, ne? Wow, das hat geklappt, krass. Ist das ein anderer Weg? Nee. Echt. Sieht auch alles gleich aus, ne? Es ist fast ein bisschen gut, dass ich die Kadaver da liegen gelassen habe. Dann weiß ich wenigstens. Da ist noch ein Knopf. Hat geklappt. Okay. Dann wäre die eine Seite abgehakt.
Alles klar, das ging ja leichter, als ich gedacht hätte. Okay, das heißt, auf der anderen Seite muss sowas auch noch sein, ne? Wie ich schon sagte, man kann das voll schnell übersehen. Was leuchtet denn da rum? Achso, das sind Kerzen, okay. So, das war jetzt. Die Seite ist komplett und die ist nicht komplett. Aber bin ich nicht von hier reingegangen? Mal ganz genau gucken. Was ist denn hier überhaupt? Ich weiß nicht mal mehr, wo der andere war. So, das ist der Ausgang wieder, ne? Ja, okay. Achso, den hatten wir oben, den Knopf, ne? Ich gucke aber trotzdem noch mal. Er muss unten sein, ne? Es gibt gar... Es ist eigentlich logisch. Hier ist nämlich der Knopf. Ja. Und hier komme ich wieder zurück zu dem... Das ist klar. Nur dann gehen wir runter. Auf der Suche nach den letzten Knüpf. Könnte überall sein, ne? Ist halt so krass. Ich nehme mal das Leuchtschwert. Hier war die geile Zaubertruhe. Die nicht so geil war eigentlich, aber naja. Ah, der letzte Knopf ist immer der schwierigste, ne? Oder habe ich hier einen Knopf übersehen? Nee. Aber hier ist gar nicht so viel. Was soll denn hier wo sein? Okay, hier waren wir aber noch nicht. Ja, okay, ich habe das hier, oder? Richtig hart verwirrt hier. Das ist doch aber... Nee, das ist schon bei die falsche Seite. Muss hier irgendwo sein. Gar nicht so leicht hier, das Spiel. Es kann auch sein, dass ich schon dreimal dran vorbeigelaufen bin. Man weiß es immer nicht, ne? An diesem Knopf. Oh, das ist so ein dreckiger, mieser Geheimgang. Das kann natürlich auch sein. Merkwürdig, merkwürdig. Na, im Notfall guckt man mal im Internet oder so, ne? Kurz was lesen hier. Ne, wir müssen eigentlich auf der Seite lesen, ne? Das ist schon wieder Nacht, ne? Also einen haben sie auf jeden Fall fies versteckt, das ist offensichtlich, ne? Vielleicht gucke ich auch falsch. Vielleicht ist hier noch irgendwas offen. Sieht aber irgendwie nicht so. Da, schon da oben? Da waren wir schon, ne?
soll denn hier noch ein Schalter sein? Ich werd bekloppt. Oh, das hat gezwiebelt. Ach, warte mal. Hier ist doch ein Geheimgang, oder? Oh, warte mal, erstmal noch so ein paar Bären hier. Das ist ja furchtbar mit der Energie wieder. Machen wir gleich noch ein bisschen mehr Energie. Es kann wirklich sein, dass wir uns hier durchgraben müssen. Es sieht alles sehr verdächtig aus. Nee. Es kann wirklich sein, ne? Oh, ich hasse sowas. Es gab schon sehr viele Stellen, wo man sich zu einer Kiste auch graben muss. Ich guck mal einfach, ob hier ein Gang ist. Weil hier ist sehr cool. Ey, hier ist wirklich ein. Nee. Oder? Ist voll cool, dass man nach oben schlagen kann, aber hier ist nichts. Nee. Mann, ist das fucking dunkel wieder hier. Mehr Licht kann man vielleicht auch mehr finden. Man weiß es nicht. Nee, ich irre hier rum. Das bringt 0 Punkte. Ich bin schon wieder zu lange online. Ich gebe auf. Für heute, für jetzt. Es kann auch unmöglich beides oben sein, ne? Es muss eigentlich. Oder. Es war wirklich bei der Kiste noch irgendwo ein Schalter hier, weil das war ja der einzigste geheime Geheimweg. Vielleicht geht's hier auch noch nach links. Ich habe gar nicht geguckt, ne? Autsch. Hier ist aber nichts. Nee, ich glaube, ich gebe auf. Also ich mache jetzt erstmal eine Pause, dann spähe ich mal ins Internet, ob das nicht einfach. Vielleicht bin ich auch schon dreimal vorbeigelaufen, ich weiß es nicht. Aber manche Sachen sind einfach zu gut versteckt, ne? Ach, Manu. Schade, schade. Ich gehe noch einmal oben gucken, aber das kann eigentlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass beides oben ist. Das wäre irgendwie zu einfach. Warte mal, was ist das? Da ist ein Loch. Vielleicht ist es doch oben. Da stand auch was von Himmel, ne? Ein Loch. Aber wie soll ich denn da hochkommen? Aber da oben ist irgendwas. Ach nee, von da komme ich, ne? Scheiße. Es ist voll verwirrend. Aber hier ist ein Weg. Theoretisch. Aber kann es so sein? Es könnte wirklich so sein. Aber der Weg sieht mir nicht so aus, als ob das so sein soll. Naja, guck mal. Oh doch, man kann aber hier durchs Fenster gehen. Okay, ohne Doppelsprung. Na doch, geht mit Doppel. Ohne. Mit ohne. Es ist hier. Alter, das hätte ich nie gedacht. Nee, halt mal, stopp mal. Hä? Müssen wir durch irgendein Loch springen und dann ist da der Schalter? Das könnte echt sein, ne? Oh mein Gott, das wäre so krank. Ist ja irgendwie witzig. Gefühlt sollte ich hier nicht sein.
Es wirkt so, als ob man den Palast hier verlassen hat schon, ne? fuck. Aber warum sind hier überall Löcher? Kann man hier sich vielleicht durchcheaten? Sieht alles sehr danach aus. Da ist die Kiste, ne? Im Grunde genommen. Aber dann komme ich da nicht mehr raus, ne? Oh Mann. Nee, das lasse ich mal lieber. Das ist gefährlich. Also ich könnte da runter segeln, aber ich habe so das Gefühl, dann kommen wir da nicht mehr raus, weil wenn wir im Miasma sind, können wir uns auch nicht mehr beamen, ne? Weil wenn ich jetzt hier so den Schalter sehen würde, dann wäre das was anderes, ne? Aber ich sehe gar nichts. Ich weiß nicht mal, wo das sein soll. Ach, ich will verdammt sein. Ah, okay, es ist hier, alles klar. Da ist eine Leiche, deswegen ist die Sache schon gebuddert. Aber hier zu dem konnte man jetzt hin, ne? Das ist halt voll krass. Ja. Interessant auf jeden Fall. Gut, ich werde mich aber erstmal zurückbeamen. Auch wenn es blöd ist. Einen haben wir nicht gefunden. Ich werde den noch finden. Keine Sorge. Ich will noch mal eine Sache noch schnell gucken, bevor ich jetzt hier aufgehe. Und zwar, wir können nämlich den Altar noch aufwerten. 15 Miasma. Ne, 10 brauchen wir. Krass. Altarstufe 4. Ja, machen wir es so. Was brauchen wir denn eigentlich für die nächste Stufe? Ingo-Pflanze? 15 Stück Bernstein. Ach du Heilige. Brut Irrlicht-Wirren. Was? Irrlicht-Wirren-Kopf. Okay, der sieht ein bisschen krasser aus. Das sieht aus wie ein Drachenkopf. Und da können wir in die Stufe 4 gehen. Okay, das heißt, das Kupfer. Gebiet ist jetzt unser Gebiet, ne? Ja, schade, schade. Hätte es gern noch gelöst, das Rätsel jetzt hier, die Katakomben, aber. Ja, ich brauche ja nur noch eins, ne? Ist nicht so schlimm. Ein Test der Fähigkeiten. Das ist noch das, was wir machen wollten. Ja, das machen wir dann nächstes Mal. Gut. Okay. Der Ecke ist eigentlich auch noch viel zu entdecken, ne? Was ist das hier? Ah, echt schwierig, echt schwierig. Okay. Oh, jetzt ist das Gebiet hier auch nicht mehr rot, sehe ich. Ah, okay, cool. Also die Grenzen sind jetzt wieder offen. Gut, dann sage ich mal. Erstmal bis denn dann. Oder bis denn, warte mal, Einstellungen. Kameraabstand, ist der jetzt höher? Ja, ein bisschen, ne? Das ist ein bisschen zu weit. So finde ich eigentlich zu nah, das ist eigentlich die Standardeinstellung. Ich habe ja so gemacht, damit komme ich eigentlich klar. Ja, dann würde ich sagen, erstmal sammeln, sortieren und dann gucke ich mal, ob es gleich weitergeht. Ich mache jetzt erstmal eine kurze Pause. Und dann würde ich schon gerne nochmal ein paar Missionen machen, aber ich, ja, weiß nicht, muss mal gucken. Wir können ja jetzt auch dem Schmied seine Aufgabe erfüllen, theoretisch, aber ich würde erstmal die alten Sachen abklappern. So viele Sachen sind es ja auch gar nicht mehr. Aber ja. Hier könnte man eigentlich noch ein Fenster oben reinmachen. Hier so. Und hier muss noch eine Tür rein, außerdem, ne? Lalala. So.
Ja, dann machen wir da noch ein Fenster rein, würde ich sagen. Ja, und ja, ich will auch noch, die Gebäude müssen noch weiter. Also ist noch sehr viel zu tun, auch offline, weil ich muss noch zwei Gebäude bauen. Das Bauernhaus, das Jägerhaus, der Schreiner kann von mir aus auch in dem Gebäude bleiben. Das ist mir egal. Einer bleibt einfach da. Und dann mache ich noch mein eigenes Gebäude oder sowas, ne? Also die Burg. Da machen wir uns das dann so gemütlich, dass es dann richtig hoch ist, das Ausruhen. Aber 24 Minuten finde ich persönlich schon ein bisschen übertrieben. Viel. Aber wenn man stirbt, ist es halt sowieso weg, ne? Hat man ja gerade gesehen. Und dann ist der Ausdauerbuff gleich gar nichts. Jo, gut. Dann chill ich erstmal am Kamin. Hier fehlt noch ein Fell oder sowas, ne? Und ja. Dann, bis später denn dann? Oder bis denn dann? Na denn dann.